Ja, guten Tag allerseits. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu können. Bevor ich jetzt mit der Vorlesung weiter erzähle, habe ich nur noch eine Kleinigkeit, die ich vorher erzählen möchte. Viele von Ihnen, wahrscheinlich alle, haben schon mitgekriegt, dass es da so eine App der Uni gibt. Diese App ist tatsächlich angefangen worden von Studenten, die ist aus dieser Vorlesung Grundlagen der Informatik rausgekommen. Vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, jetzt machen wir iOS-Programmieren in der Vorlesung. Und 2 von den Studenten, Sergei Cuxhausen und der Herr Partum, Christian Partum heißt er, glaube ich, mit Vornamen, die haben beschlossen, sie wollen eine Mensa-Speiseplan-Anguck-App haben. Die haben sie dann aus den Beispiel-Apps, die wir in der Vorlesung gemacht haben, beziehungsweise in der Übung gemacht haben, heraus erzeugt. Und dann ist das gewachsen und gewachsen und diese Uni-Infoliste ist noch dazugekommen und so weiter. Sie sehen, also zum Beispiel hier kann man da gucken, was es in der Mensa gegeben hat oder heute Abend gibt. Hier die Uni-Infoliste, die kann man da drüben auch angucken. Und unter anderem kann man sich einen Stundenplan besorgen. Im Web-Interface der Uni gibt es eine Seite für den Stundenplan. Und da kann man sich dann seinen Stundenplan zusammenklicken oder auch einfach einen vorgefertigten nehmen. Ich habe hier mir meinen Stundenplan geholt. Sie sehen schon, Vorlesung Grundlagen der Informatik am Dienstag, morgens und abends. Und tatsächlich ist es so, dass man, wenn dann Vorlesung ist und man ist mit seinem mobilen Gerät, iPad oder iPod Touch oder auch dem Android-Gerät hier in der Vorlesung, dann kann man tatsächlich auf diesem Bildschirm hier, mal schauen, ob es geht. Hallo? So, auf der Stopptaste sagen, ach, ich verstehe nichts, bitte nochmal oder bitte fragen mal nach Fragen. Und hier oben bei der Geschwindigkeit kann man angeben, ob ich schneller oder langsamer machen soll. Es geht zu schnell, es geht zu langsam. Na gut, wenn ich das dann hier im Querformat betrachte, jetzt ist das hier wieder rausgerutscht. Super. Hallo? Heute noch? So. Wenn ich das dann hier im Querformat betrachte, so, dann kann ich dann irgendwann mal sehen, wie sich das entwickelt. Da kriege ich so einen kleinen Bildschirm. Das ist noch ein bisschen langsamer, das kommt dann noch irgendwann. Kriege ich so einen kleinen Bildschirm, da steht dann drauf, wer alles auf Stopp gedrückt hat, beziehungsweise wer gesagt hat, dass schneller oder langsamer gehen soll. Klick, das wollen wir, will ich jetzt nicht weitermachen. Ich möchte Sie aber bitten, diejenigen, die so ein Gerät haben, hier gibt es ja auch Wireless LAN, dieses Edu-Raum. Auf der Seite vom Rechenzentrum steht auch, wie man sich in den Edu-Raum einloggt. Kann das sein, dass wir eine Rückkopplung haben? Na, irgendwas brummt doch. Na, ist egal. Versuchen wir mal weiterzumachen. Nö, ist dasselbe. Wer weiß, warum es brummt? Na gut. Jetzt machen wir es mal raus. Ich brauche jetzt kein Audio vorzuführen. Kann man also sich im Edu-Raum einloggen und hier mir dann vollständig anonym sagen, ob es zu langsam ist oder zu schnell ist auf diesem Interface. Und ich kann dann auf meinem kleinen Ding hier sehen, wo ich gerade stehe in der Geschwindigkeit. So, So. Und mich dann entsprechend einrichten. Das Stopptaste drücken, das kann man, glaube ich, pro Minute einmal oder so ähnlich, oder alle 2 Minuten einmal. Nicht, dass Sie die ganze Zeit da sitzen und wie die Wilden auf Stopp drücken. Wir werden vielleicht dann noch was einbauen, dass man auch anonym Fragen stellen kann, Fragen eintippen kann. Und dann gucken wir mal, ob sich das bewährt, ob es das bringt, ob die Vorlesung dadurch besser wird oder nicht. Ja, ich habe heute Vormittag erstmal ein bisschen über die Informatik allgemein gesprochen, bunte Filmchen gehabt.
Ich habe dann über die Vorlesungsorganisation gesprochen, da gab es ja dann auch diese Folien, insbesondere diese hier. Jetzt möchte ich noch was über den begleitenden Ablauf sagen. Also das Video, was wir hier heute machen, das kommt auf dieses Bildungsportal und das kommt auch auf den YouTube-Kanal. Ich habe mich eben nochmal erkundigt, das dauert so ein, zwei Tage, bis das dann da ist. Wir hoffen, dass die ersten Ausgaben Donnerstag dann da liegen, weil morgen noch eine Veranstaltung ist. Neben der Vorlesung gibt es natürlich Übungen. Hier steht was über Übungsaufgaben. Diese Übungen, die stehen auch im Stundenplan drin. Da kommen Assistenten, der Herr Buhr, beziehungsweise der Herr Gommlich, beziehungsweise der Herr Heine, und halten Übungen, erzählen ihnen was über den Stoff der Vorlesung, erklären auch noch was. Sie sollten die Gelegenheit auch wahrnehmen, zu fragen, vielleicht. Ich weiß, das mit der Vorlesung nachbereiten macht keiner gern zu Hause. Sie können sich aber trotzdem überlegen, ob Sie sich doch mal zu Hause noch mal kurz durchgucken, sich markieren, was Sie nicht verstanden haben und das dann vielleicht auch mal in der Übung fragen. Und der Übungsleiter soll es Ihnen erklären. Sie können auch mich fragen. Sie können uns auch E-Mails und sonst was schicken. Ich möchte Sie um Fragen bitten. Am liebsten wäre es mir auch, wenn diese Vorlesung hier halbwegs interaktiv vonstatten gehen würde. In diesen Übungen verpassen wir Ihnen aber auch noch Übungsaufgaben. Sie können sie lösen, müssen aber nicht. Wenn Sie sie nicht lösen, dann ist auch gut. Wir kontrollieren das nicht mal, ob Sie sie lösen oder nicht. Sie können sie aber einreichen und die werden dann durch die Assistenten korrigiert. Und es werden Punkte zugewiesen, wie viele Punkte Sie dann so haben. Diese Punkte, die kann man, und jetzt kommt die Möhre, die wir vor Ihre Nase halten. Diese Punkte, die Sie mitnehmen, die können Sie als Startkapital kriegen, können Sie als Startkapital in die Klausur mitnehmen. Wie funktioniert die Klausur? Na, es gibt so 6 bis 8 Aufgaben, für die kann man so ungefähr 100 Punkte schießen. Manche Aufgaben haben 20 Punkte, manche nur 10 oder 15 oder so ähnlich. In diesen Aufgaben wird einerseits auch manchmal klassisch Wissen abgefragt. Es gibt auch häufig so eine Multiple-Choice-Aufgabe oder so eine Wahr-Nein-Aufgabe, 20 Aussagen und Sie müssen ankreuzen, ob es wahr ist oder falsch. Und ich habe im Dezember auch nochmal so eine Klausur, die ich dann hier auflege, die es in der Vergangenheit mal gegeben hat, die wir kurz durchsprechen, damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen. Es gibt auch Übungsklausuren auf dem Opal. Ja, bestanden hat man es so mit so ungefähr 40 Punkten. Wenn wir also jetzt hier die Übungsaufgaben haben, da kann man Punkte sammeln und wenn man alle Punkte, alle in den Übungsaufgaben aufgesammelt hat, kann man 30 Punkte in die Klausur mitnehmen. Sie können also, wenn Sie die 30 mitgenommen haben und hier 100 Punkte schreiben, 130 Punkte insgesamt haben, ab 95 gibt es eine 1. Also wenn Sie es in der Klausur sowieso 100 Punkte machen, nützt Ihnen das mit den Übungsaufgaben gar nichts. Gemeinheit. Aber jetzt machen wir die Rechnung mal andersrum. Wenn Sie in der Klausur, weil Sie wenig Ahnung haben, nur 10 Punkte machen und dann haben Sie noch die 30 aus den Übungsaufgaben mitgenommen, die kommen da oben drauf und dann haben Sie noch Ihren Namen richtig geschrieben, dafür gibt es beziehungsweise auf jedem Blatt Ihre Matrikelnummer richtig eingetragen, dafür gibt es auch noch einen Punkt. Sonst macht es keiner und wir haben den Stress, hinterher die Blätter zusammenzusortieren, okay? Deshalb gibt es den Punkt. Wir können also insgesamt 131 Punkte machen, wenn Sie hier nur 10 machen und die 30 haben und den einen haben, mit 30 plus 10 plus 1 mehr als 40 auch noch bestanden. Allerdings, der kleine Haken, man muss natürlich hier ein bisschen was arbeiten. Und während man arbeitet übrigens, kapiert man plötzlich was und wahrscheinlich hat man da auch nicht nur 10 Punkte in der Klausur. Interessanterweise, man sagt auch immer gaußsche Glockenkurve, ne, so in der Mitte der große Bauch, so von 4 bis 2 oder so ähnlich, wenige durchgefallen, wenige Einser. Das ist dann hinterher so ein bisschen anders, da gibt es ganz viele gute,
Dann gibt es die, die durchgefallen sind und gar nicht mehr so viele in der Mitte. Denn wenn sie die Übungen alle machen und dann noch in der Klausur einige, dann sind sie automatisch in der Klausur ein bisschen besser und haben dann plötzlich auch eine sehr gute Note. Das ist noch ein interessanter Seiteneffekt. Jetzt Ihre Frage. Aber die Übungsaufgaben, die können einen jetzt nicht reinreißen. Wenn man die zum Beispiel schlecht macht, dann... Wenn man null Punkte hat, dann ist halt dieses blaue Kästchen hier kleiner sozusagen. Und dann brauchen Sie 40 echte Punkte in der Klausur. Der klassische Ansatz ist, keine Übungsaufgaben machen, keine Punkte mitnehmen, in der Klausur gut sein, 96 Punkte in der Klausur machen, plus den einen Punkt für die Matrikelnummer und schon hat man eine 1,0, gell? Ja. Wie bitte? Ja, nur auf alle Blätter, genau, auf 1 reicht nicht. Einen Punkt gibt es, wenn man es auf alle geschrieben hat, ja. Ja, gut. Manchmal stelle ich auch noch eine andere einfache Frage, zum Beispiel, was 2 hoch 10 ist. Aber, na gut. Das ist die Art, wie wir die Klausur betreiben. Und ich hoffe, Ihnen einen Anreiz zu bieten, auch die Übungsaufgaben zu machen. Die kann man übrigens in der Gruppe erledigen, diese Übungsaufgaben. Und es hat natürlich auch historisch Fälle gegeben, wo irgendwelche Leute 30 Übungspunkte aufgesammelt haben und dann nur 2 Punkte in der Klausur zusammengebracht haben, weil sie die 30 sich von jemand anders haben schreiben lassen. Ich weiß, dass das passieren kann, dass das vielleicht auch irgendwie eine kleine Gerechtigkeitslücke da existiert, aber da kann man jetzt so nichts gegen machen. Eigentlich wollen wir nämlich Gruppenarbeit fördern und das bringt uns zu diesem ersten Abschnitt hier, zu den Tutoren und den Tutorien. Die Tutoren, das sind Studenten in einem höheren Semester. Jetzt gucke ich nochmal. Funktioniert nicht. Ja, leider. Das Rating geht noch nicht, weil die Koordinaten von dem Hörsaal hier, die waren noch nicht in der Datenbank von der Uni und deshalb hat das Gerät, fasst der Server das noch nicht zusammen, das muss man noch ändern. Na gut, nächste Woche geht es dann aber. Ja, die Tutoren und die Tutorien. Wir möchten, dass Sie sich im Opal, dieses sächsische Bildungsportal, anmelden und auch bei den Tutoren, bei solchen Tutorien eintragen. Das sind Kleingruppen und jedes von diesen Kleingruppen, 3, 5 Personen oder so ähnlich, Studentinnen und Studenten, werden betreut von einem Studenten in einem höheren Semester. Die kriegen tatsächlich Geld dafür, dass sie sie betreuen und die sollen ihnen helfen beim Lösen von Übungsaufgaben, beim Programmieren, die sollen ihnen helfen, ja, Programme selbstständig zu schreiben. Die Hilfe soll nicht so aussehen, dass die ihnen einfach das Programm schreiben, aber dass die ihnen diesen Übungsgruppen eben dazu bringen, dass die Fehler im Programm zu finden und über irgendwelche Klippen und Hürden, wo sie da anstehen, darüber hinweg zu helfen. Das ist ein Angebot auch wieder freiwillig, das muss man selber wahrnehmen, da muss man sich eintragen, da muss man hingehen. Das ist einerseits physische Treffen in einem kleinen Übungsraum, das ist aber auch Treffen vielleicht in der Mensa oder per Skype oder sonst einem Messenger oder sowas. Dass sie sich da zusammenfinden mit dem und da betreut immer wieder arbeiten. Wir hoffen, dass dann da auch so Lerngruppen entstehen, sodass insgesamt dann das Resultat, hier unten Klausuren, 100 Punkte, insgesamt besser ist. Und in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass das mit den Tutorien wirklich was gebracht hat. Aber Sie müssen auch ehrlich sein, nicht nur den Tutor die Aufgaben machen lassen und dann abliefern oder so simulieren, als ob Sie es einfach nicht könnten und den fleißig zum Arbeiten bringen, sondern Sie müssen sich dasselbe einbringen und engagieren. Dann hilft er Ihnen und dann diese Übungsaufgaben abliefern und dabei lernt man dann am Ende wirklich was. Versuchen Sie es, auch wenn es irgendwie zunächst mal uncool wirkt, das mit den Übungsaufgaben. Also wir wollen diese Gruppenbildung fördern.
So, jetzt habe ich noch das Kapitel Literatur, über das ich ein paar Sachen sagen will. Und da bleibe ich jetzt hier vorne stehen, um hier drauf zu gucken. Ich habe eine ganze Menge Literatur aufgeschrieben. Das heißt nicht, dass Sie die alle kaufen sollen, dass Sie die alle lesen sollen. Das heißt nur, dass Sie sich da was aussuchen können für auch spezielle Kapitel, dass Sie da nachschlagen können. Das ist auch eine Liste von den Sachen, die ich verwendet habe zur Vorbereitung aus meinem Kopf. Wenn Sie mich fragen, welches Buch ist denn hier das Tollste, das Schönste, das Wichtigste, gibt es eins, das ich mir kaufen kann und alles ist gut? Na, wahrscheinlich nicht. Was hier draufsteht, ist ein paar Grundlagen- und Einführungsbücher, zum Beispiel hier dieses Buch von Rembold, ne, Einführung in die Informatik habe ich da stehen, oder diesen hier, Lehr- und Übungsbuch Informatik, auch schon ein bisschen älter. Hier oben ist auch noch so ein Grundlagenbuch. Ich gehe nach keinem von diesen Büchern wirklich so, wie sie sind, vor. Ich habe da ja schon meine eigenen Ideen, was ich Ihnen hier erzählen möchte. Die sind natürlich auch irgendwie angepasst an den Rest des Studiums und was Sie sonst noch so hören und so weiter. Deshalb passen auch irgendwelche Bücher von anderen Professoren an einer Uni so schlecht, denn die sind ja auch im Wesentlichen aus Lehrveranstaltungen entstanden. Vielleicht schaffe ich es ja mal und schreibe doch noch ein komplettes Buch daraus aus der Vorlesung, so mit Volltext und so. Aber da bin ich jetzt noch nicht. Vielleicht wird aber auch das hier, die Unterlagen und das Audio, was ich hier, die Videos, die wir machen, einfach das Buch für in Zukunft. Ich habe noch ein paar andere Bücher hier drin zum Thema Programmieren, zum Thema Programmiersprachen, zum Thema Datenstrukturen, auf die ich noch hinweisen möchte. Einerseits gibt es hier dieses berühmte Buch von Dennis Ritchie und Brian Kernahan über die Programmiersprache C. Das erste Buch von denen, naja, insbesondere der Dennis Ritchie, der hat ja das C entwickelt mit dem Ken Thompson zusammen. Und dann haben wir noch zum Thema sauberes, gutes Programmieren hier unten den Niklaus Wirth. Der hat seine eigenen Programmiersprachen erfunden oder entwickelt, das Pascal, das Modular, das Oberon. Wir machen hier in der Vorlesung C und nicht Pascal oder Oberon oder Modular. Den Niklaus Wirth wird das nicht gefallen. Trotzdem möchte ich sein Buch hier erwähnen, Algorithmen und Datenstrukturen. Die gedankliche Klarheit und die gedankliche Präzision in diesem Buch, die ist wirklich ganz erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich den anschaue, denke ich mir, ja, so muss man schreiben, so und nicht anders, das ist genau auf den Punkt. Es ist ein super Buch, kann man nur empfehlen. Da gibt es auch neuere Versionen. Also ich habe jetzt hier 83 hingeschrieben, weil es das ist, was ich benutzt habe. Das ist auch ein ziemlich zeitloses Buch. Ein weiteres interessantes Buch ist hier das Sedgwick-Buch, Algorithms in C. Und da stehen so Standardalgorithmen zur Listenverarbeitung, zum Sortieren, was man immer mal so brauchen kann. Das steht im Sedgwick drin. Das ist ein bekanntes Buch. Dann haben wir hier noch das Buch zum Thema theoretische Informatik, was ich benutze, das heißt Theoretische Informatik kurz gefasst, ist von Uwe Schöning, den kenne ich noch von der Uni Ulm, an der ich ja mal war. Ist ein relativ günstiges Buch und danach bin ich vorgegangen, auch im Kapitel Theoretische Informatik, ist auch ein gutes Buch. Und das mit dem kurz gefasst, das ist wahr, das ist wirklich auf 120, 130 Seiten steht da die Theoretische Informatik. Und dann weiß man das, was man als normale Informatik über die theoretische Informatik wissen muss. Was haben wir noch? Also den Dennis Ritchie habe ich hier stehen. Dann habe ich hier oben noch dieses Buch von dem Eric Gamma und anderen. Das sind genauer gesagt 4. Da geht es um Design Patterns, wie man programmieren sollte. So typische Kochrezepte. Das wird auch gerne das Gang of Four Buch genannt, GOF Buch genannt, zum Thema Patterns beim Programmieren. Hier oben habe ich noch eins, Conway und Hillegas, zum iOS Programmieren. Das ist das Buch, was man sich greifen sollte, wenn man Programmieren von iPhones lernen will.
iOS-Programmieren, das machen wir hier in der Vorlesung. Das haben wir auch ein paar Mal in der Bibliothek. Wir kaufen auch noch ein paar dazu. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ein gutes Buch. Da steht auch manchmal drin, man programmiert, wenn man anständig programmiert, programmiert man so und nicht auf diese andere Art. Kann man auch ein bisschen Programmieren drin lernen. Ist ein gutes Buch. Ist wirklich ein gutes Buch. Bei den mindestens einem von den beiden herrscht Klarheit im Kopf. Das merkt man beim Lesen. Oh ja, und wenn Sie sich mal amüsieren wollen, dann nehmen Sie sich dieses alte Paper, ist kein Buch hier, Real Programmers Don't Use Pascal, um sich ein wenig zu amüsieren. Ist ein lustiges Paper. Kommt dann auch mal als Zitat irgendwo vor. Den Don Knus, den habe ich ja schon erwähnt hier, The Art of Computer Programming. Also es ist so Literatur um die Vorlesung herum, die ich verwendet habe. Jetzt noch kurz zur Inhaltsübersicht. Bei erstens habe ich nur ein paar Pünktchen hingemalt, habe ich jetzt erledigt, die Einleitung, die haben wir fast gegessen. Heute und nächste Woche möchte ich mich mit dem Kapitel 2 amüsieren. Ups. Na gut. Irgendeine Automatik beschließt, dass die Sonne ruhig reingelassen werden kann. Ja, also wir wollen im Kapitel 2 über Information, unter anderem auch über Quantifizieren von Information sprechen und danach über, wie wir die Information in einfachen Datentypen darstellen. Als erstes diese Quantifizierung und dann Zahldarstellung, insbesondere wenn wir rechnen wollen. Danach werden wir dann auch die Zahlen, so wie sie dargestellt sind, gleich noch zum Rechnen benutzen. Vielleicht sieht man hier auch die Folien nicht mehr, wenn das so weitergeht. Zum Rechnen benutzen und danach im Kapitel 2.4 wollen wir über Datentypen sprechen, wie man also verschiedene Datentypen, sowas wie eine Zahl und eine Zeichenkette, Namen und so weiter und Arrays und diese Datentypen zusammensetzt, um irgendwelche komplexeren, interessanteren Sachen zu beschreiben. Interessanteres als nur eine einzige Zahl. Und da werden wir zum Beispiel über Vektoren und so sprechen. Im Kapitel 3, und das ist dann so gegen Ende Oktober wahrscheinlich, Mitte, Ende Oktober, werden wir darüber sprechen, das nenne ich vom Problem zum Programm. Und das ist etwas, wo auch für viele Leute die richtigen Schwierigkeiten der Informatik beginnen. Wir möchten irgendwas lösen, ein Programm für irgendwas schreiben, aber wo packt man an, wie zerlegt man diesen riesenhaften Klotz, der da vor einem steht, diesen Berg von Problemen, wie zerlegt man das in Teile, in handliche Teile, die man auch mal in einem Nachmittag oder in einem Stündchen programmieren kann. Oder, der Informatiker meistens abends, ne? Programmieren kann. Dazu wollen wir erstmal irgendwie eine Idee bekommen, wie man das Problem anpackt, das Problem analysieren. Danach muss man die einzelnen Schritte hintereinander aufschreiben. Ich nenne das hier und auch später Sequenzialisierung. Wir Menschen, bei uns passiert das im Wesentlichen irgendwie so parallel und nebeneinander und gleichzeitig, so ist auch unser Gehirn strukturiert, hochparallel. Aber die Computer, die hätten es gerne hintereinander aufgeschrieben. So, erst 2 Löffel Mehl rein in die Schüssel und dann die Milch reingießen oder was auch immer, um das Kochrezept abzukochen. Ja, das ist ja sowas Sequenzielles. Kochrezepte ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, also Sequenzialisierung. Und dann wollen wir ganz konkret über Programmiersprache sprechen. Das ist ein längeres Kapitel und das wird uns schon so 2 Wochen lang amüsieren. Danach wollen wir systematisch uns auf die Fehlersuche machen. Das kann ich aber nur an ein paar Beispielen und ein paar Grundideen Ihnen erzählen. Fehlersuche ist eben schon so Detektivarbeit und als solche auch was sehr Kreatives. Dann möchte ich noch hier in diesem Kapitel reaktives Programmieren am Ende
ein anderes Programmiermodell anschauen, so wie es so in so Web-Applikationen, Web 2.0 und so vorkommt. Im Kapitel 4 wollen wir jetzt, nachdem wir ein bisschen programmieren können, so ein paar klassische Standardverfahren, Standardkochrezepte diskutieren, wie man zum Beispiel sortiert oder die Listenverarbeitung. Ich habe hier auch noch dieses Bildchen von so einer Liste dran geklebt. Das sagt Ihnen vielleicht jetzt noch nicht viel, aber Geduld, ich werde Ihnen das auch noch erklären. Wir werden immer ein bisschen über Speicherverwaltung sprechen, wobei das Stichwort alleine für viele von Ihnen auch noch bedeutungslos ist. Ich möchte dann über dieses Kochrezept Rekursion sprechen, was mir sehr am Herzen liegt, weil es eine einfache und systematische Arbeit ist, Probleme auf einfachere Probleme zu reduzieren. Ich meine, das ist ja das Hobby oder die Vorgehensweise, sagen wir lieber, von allen Mathematikern und Informatikern. Wir haben irgendwie ein schwieriges Problem. Wir reduzieren das auf mehrere nicht so schwierige Probleme und lösen die dann einzeln. Indem wir wieder jedes von diesen nicht so schwierigen Problemen auf mittel-einfache Probleme und die dann auf einfache Probleme reduzieren. Also dieser Top-Down-Ansatz. Rekursion. Danach im Kapitel 4.5 müssen wir uns noch mit objektorientiertem Programmieren beschäftigen. Das gibt es dann später schon noch mal im Studium, aber hier machen wir es, damit wir dann hier irgendwann im Kapitel 5 eine App programmieren können. Ja, um App programmieren zu können, muss ich noch ein anderes Konzept einführen. Da müssen wir noch über Betriebssysteme sprechen. Betriebssysteme, das ist das, was in einem Computer läuft, was die Vorgänge im Computer ein wenig organisiert, sequenzialisiert auch, was hilft, dass die vielen Programme, die gleichzeitig in so einem Gerät oder in so einem Gerät oder in ihren Laptops laufen, zu koordinieren, dass die sich nicht gegenseitig stören, nicht gegenseitig kaputt machen und so weiter. Und da werden wir uns dann anschauen, welche Elemente dieses Betriebssystem iOS zur Verfügung stellt, nicht richtig im Detail, sondern wie in so einer Vorlesung üblich, nur so exemplarisch, denn im Detail, das nützt nichts, da bete ich hier bloß dann irgendwie tagelang Sachen vor, die man eigentlich nachlesen möchte, wenn man es konkret braucht. Ja, danach werden wir eben noch eine kleine App programmieren und Sie in den Übungen, Sie können dann auch noch fleißig Apps programmieren. Und dafür gibt es auch natürlich Übungspunkte, aber ich glaube, das App-Programmieren selber, das macht auch richtig Spaß, wenn man da mal eine eigene App am Laufen hat. Das gibt schon irgendwie ein Glücksgefühl, finde ich. Im Kapitel 6 möchte ich Ihnen dann eine Idee geben, wie Computer funktionieren, wie so ein Computer rechnet, wie er speichert und wie man das zusammenfügt, dass er Programme ausführen kann. Wir werden ein wenig ganz kurz, keine Halbleiterphysik, keine Angst, ganz kurz über Transistoren sprechen, wie man die zu Gattern, Gates zusammenschaltet, wie man diese Gates benutzt, um zu rechnen und zu speichern, wie man aus diesen einfachen Schaltkreisen für Rechnen, für Speichern was Komplizierteres aufbaut, um dann hier so einen Computer zusammenzukriegen. Den Computer, den wir hier konzeptuell entwickeln, das ist eigentlich ein langsamer Rechner. Aber ich will Ihnen ja auch nur zeigen, wie es geht. Dass man das Ding dann irgendwann nochmal schnell kriegen muss, das kann man in einer anderen Vorlesung nochmal diskutieren. Da habe ich auch noch eine Vorlesung Technische Informatik irgendwann mal und noch eine weitere Vorlesung Parallelrechner, in der ich darüber spreche, wie man aus dieser lahmen Ente hier was macht, was schneller wird. Aber hier kann man schön das Konzept erkennen. Das hier, dieser Teil der Vorlesung, der dient auch dazu, die Magie aus der Informatik rauszunehmen. Ja, viele Leute gucken so einen Computer an und denken, irgendwie funktioniert das Ding, aber das ist so kompliziert, da muss irgendwie Zauberei drin stecken. Und ich will Ihnen hier zeigen, dass es da keine Zaubertricks gibt, sondern dass das auch wieder systematisches, ingenieurmäßiges Vorgehen ist. Am Ende spreche ich noch ein ganz kleines bisschen darüber, wie der Compiler
aus sowas, aus einem Programm, was Sie hier oben schreiben, diese Maschinenbefehle, diese Ansteuerung für die Transistoren macht. Sodass man dann wirklich den ganzen Weg vom Transistor zur Problemlösung, zum Algorithmus gegangen sind. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Ende Dezember, im Januar sprechen wir noch ein bisschen über Medien. Ich finde, das gehört auch zu den Grundlagen der Informatik. Auch deshalb, weil ich insbesondere früher viel Multimedia gemacht habe, weil es mir immer noch Spaß macht, sprechen wir über Computergrafik, über Video, über Standbilder, über Audio, über die Natur von diesen Medien ein wenig, damit wir besser verstehen, womit wir heutzutage umgehen. Gestern ging man mit Zahlen um, mit Buchstaben, mit Worten, mit Sätzen als Informatiker. Heute geht man mit solchen, ja, mit Medien um, mit Video, mit Audio und präsentiert darin. Und das Kapitel, was dann noch folgt, die theoretische Informatik, das habe ich Ihnen ja auch schon heute Vormittag ein bisschen angedroht. Da wollen wir über, ja, in diesem Kapitel Automaten und formale Sprachen, über abstrakte Verarbeitung von Daten sprechen. Und ich möchte dann bei Berechenbarkeit und Komplexitätstheorie etwas darüber sagen, das ist aber nur zwei Vorlesungssitzungen lang oder so ähnlich, welche Sorte von Problemen man denn wahrscheinlich nicht lösen kann und von was man erwarten kann, dass man es lösen kann mit so einem Computer. Und da wird sich übrigens was ganz Interessantes rausstellen auch. All das, was berechenbar ist mit Computern, lässt sich mit erstaunlich einfachen Computern berechnen. Es dauert bloß eventuell lang. Und all das, was wir machen, dass die Computer so kompliziert macht heutzutage, das hat damit zu tun, dass wir die Ergebnisse schnell haben wollen. Dass wir nicht 3 Tage warten wollen, bis die erste Webseite aufgebaut ist. Eine Turing-Maschine, wie ich hier sie so mal konzeptuell aufgeschrieben habe, die bräuchte halt lang, um eine Webseite auf dem Bildschirm zu rendern. Hier dieses Kapitel 8 habe ich grau gemacht. Das ist jetzt noch nicht in den Unterlagen drin. Weder im PDF noch in dem iBook, was Apple hoffentlich bald freischaltet. Das muss ich noch erzeugen, dieses Kapitel. Das mache ich aber auch nach Bedarfslage, wenn ich da noch hinkomme oder nicht. Ich will auf jeden Fall versuchen, die Datenbanken noch zu erzählen. Denn das ist was Sie im Studium sicher brauchen werden. Und danach noch im Berufsleben. An einer Datenbank kommt man nur ganz schwer vorbei. So, das Kapitel 2. Was wollen wir in dem Kapitel 2 besprechen? Was ist das Ziel dieses Kapitels? Als erstes möchte ich Ihnen nahebringen, dass man Informationen, was wir bisher so was Diffuses verstehen, so Wissen bekommen und so Zeug, dass man das als mathematische Größe aufschreiben kann, dann steht es ein bisschen anders da, als man das so landläufig meint, aber mit diesem Begriff Information kann man vernünftig arbeiten. Und er beschreibt das, was wir haben, mit dem wir umgehen, auch gut. Das ist die richtige Abstraktion. Und danach möchte ich über Zahlsysteme sprechen, Zahldarstellung, ein paar grundlegende Datentypen besprechen und wir wollen auch noch versuchen, ich möchte auch noch versuchen klarzumachen, zumindest abstrakt erstmal, wie Maschinen rechnen. Wir fangen an mit dem Informationsbegriff, der auf Claude Shannon zurückgeht. Claude Shannon, naja, im Zweiten Weltkrieg haben die Leute, die kriegsführenden Parteien, fleißig gefunkt. Und natürlich, damit der Gegner es nicht hört, wurde das verschlüsselt. Und in Amerika und in England von Alan Turing und in Amerika insbesondere auch mit Claude Shannon, haben die daran gearbeitet, die Codes, diese berühmte Enigma, die da in Deutschland verwendet wurde, um Befehle herumzufunken, insbesondere auch zu den U-Booten.
Um das zu entschlüsseln, so ab Mitte des Krieges, ab 1943, konnten die Amerikaner tagfrisch mithören und die Engländer auch, bei dem, was die Deutschen und auch die Japaner da herumgefunkt haben, verschlüsselt herumgefunkt haben. Und diese Arbeiten zum Codeknacken, die gehen ganz wesentlich auf Claude Shannon zurück. Der Begriff der Information als mathematische Größe, der wurde dann von Shannon circa 1948 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung 1948, die war ganz furchtbar schwer zu lesen. Es gibt dann noch eine zweite Veröffentlichung, die ein Herr Weaver zusammen mit dem Claude Shannon gemacht hat. Das ist für mehr als ein paar hundert Leute verständlich, für naja, eine Million vielleicht, die sich ein bisschen Mühe geben. Es ist immer noch kein einfaches Paper. Da wird Information quantifiziert und darauf aufbauend werden ein paar wichtige Sätze gezeigt. Die Quantifizierung, die möchte ich Ihnen jetzt nahe bringen. Also Shannon, naja, wie alle heutzutage, wie Informatiker, wenn wir über Information sprechen, dann betrachten wir eine Informationsquelle. Und diese Informationsquelle, über die wir zunächst mal, die wir als schwarze Kiste betrachten, da kommen Nachrichten heraus. Und natürlich können wir uns hinstellen und mitzählen. Da kommt mal die Nachricht und jene Nachricht. Wir schreiben einfach auf, welche Nachrichten da rauskommen und wie häufig. Das ist übrigens, wenn Sie sich kurz überlegen, genau das, was man macht, wenn man so einen Code, so Nachrichten, kodierte Informationen bekommt und die nicht entschlüsseln kann, dann macht man erstmal zählt man erstmal mit, macht so eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung und überlegt sich, was könnte denn der wahrscheinlichste Buchstabe sein, den der da schickt? Und was könnte der unwahrscheinlichste Buchstabe sein, in dessen Sprache der da schickt? Es gibt einem dann Ansatz, diesen Code zu entschlüsseln. E's und I's und sowas sind häufig, X und Y ist selten. Also man weist jetzt also durch Statistik Nachrichten der Wahrscheinlichkeit zu. Und das Interessante daran ist, das ist auch was, was man eigentlich täglich, wenn man Nachrichten guckt, auch feststellt, der Informationsgehalt von den seltenen Zeichen, der ist höher als der von den Zeichen, die häufig gesendet werden. Das ist auch intuitiv so, wenn Sie vor Nachrichten sitzen und dann hören Sie, dass im Augenblick wieder der nächste Rettungsschirm wird aufgespannt, dann denkt sich jeder, das weiß ich ja eh schon, die Information, die da drin steckt, ist ganz gering. Und dann gibt es irgendwelche interessanten Sachen, die man interessant findet, von denen man selber findet, dass viel Information drin ist, und das sind meistens die Überraschenden. Schauen Sie heute Abend mal Fernsehen an. Da, wenn man aufmerkt, wenn man meint, man hat viel Information jetzt bekommen, das sind überraschende Dinge. Und nicht das, was die gestern und vorgestern und vorvergestern auch schon gesagt haben. Und das macht sich jetzt der Claude Shannon zunutze, indem er den Informationsgehalt von einem Symbol, das wird auch Selbstinformation genannt, also vom Symbol I, dessen Informationsgehalt, das ist die Wahrscheinlichkeit von diesem Symbol I, und davon bildet er den negativen Logarithmus Duales. Logarithmus Duales, der Logarithmus zur Basis 2, 2 Informatikerzahl. Die Wahrscheinlichkeiten sind ja zwischen 0 und 1. Das heißt, der Logarithmus Duales von der Zahl zwischen 0 und 1, der ist auf jeden Fall negativ. Deshalb hier vorne noch das negative, das Minuszeichen da dran, damit es insgesamt eine positive Zahl wird. Und das definiert man als den Informationsgehalt von diesem einen Zeichen. Die Entropie, also wenn man die jetzt über diese einzelnen, über diesen Logarithmus Duales von 1 durch P von SI, das entspricht übrigens dem negativen Logarithmus Duales, ne? Dadurch, dass wir das 1 durch P von SI rechnen, wird das ja eine Zahl, die größer als 1 ist. Jetzt können wir hier vernünftig den Logarithmus Duales bilden. Die summieren wir, multipliziert mit den Wahrscheinlichkeiten, und erhalten die Entropie von dieser Nachrichtenquelle. Entropie ist ein Begriff, den hat der Claude Shannon aus der Physik entlehnt. Früher waren ja
Mathematiker in der Regel auch Physiker und umgekehrt. Der ja, beschreibt, dieser Begriff Entropie beschreibt die Information oder quantifiziert die Information, die aus einer Quelle herauskommt. Und insbesondere diese einzelne Selbstinformation ist was Interessantes. Wenn wir jetzt mal so eine Quelle betrachten, den Münzwurf, ja, Sie werfen die Münze hoch, legen sie auf die Hand, da kommt dann Kopf oder Zahl oder Adler oder Zahl oder was auch immer. Wenn die Münze einigermaßen gut geprägt worden ist, dann sind die übrigens gleich verteilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt einhalb und die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt einhalb. Jetzt stecken wir das mal in diesen Mechanismus hier rein. Die Selbstinformation von Kopf ist der negative Logarithmus Duales von einhalb. Das ist Grad 1. Die Einheit, die wir dem Informationsgehalt zuweisen, das ist ein Bit. Kleingeschrieben. Und Sie sehen hier beim Münzwurf passt das auch gut, wie wir das dann kodieren würden. Und der Münzwurf, da kommt 0 oder 1 raus. Wenn wir jetzt als Zahl für Zahl eine 0 nehmen und für Kopf eine 1 nehmen. Und das, ja, die Information, die da drin steckt, die kann man eben gerade in einem Bit kodieren. Oder bei einem Würfel, da gibt es, wenn es ein anständiger Würfel ist, sind die Wahrscheinlichkeiten vor genau 1/6, dass eine 1 kommt, dass eine 2 kommt, dass eine 6 kommt. Die Wahrscheinlichkeit, also die Information von einer 3, die ist also ungefähr 2,58 und ein paar weitere Stellen Bit. Das ist alles noch ein bisschen, naja, sagen wir mal, hört sich alles noch ein bisschen trivial an. Jetzt wird es aber interessant. Verknüpfen wir mal diese Wahrscheinlichkeiten, hängen wir die mal aneinander. Wir haben jetzt komplexere Nachrichten, die da rauskommen aus dieser Informationsquelle, nämlich Symbolfolgen S1, S2 bis Sn. Nehmen wir mal n Symbole hintereinander. Und jetzt entwickeln wir eine Art, damit zu rechnen. Wir sagen, die Gesamtwahrscheinlichkeit von so einer Symbolfolge, von denen jedes Einzelne die Wahrscheinlichkeit Pi hat, das ist die Wahrscheinlichkeit P von dieser Symbolfolge, ist eben P von S1 mal P von S2 und so weiter, bis P von Sn. Wenn wir jetzt das englische Wort the nehmen, jetzt brauchen wir noch eine Statistik, wie häufig denn in englischem Text ein E vorkommt, ein H vorkommt und ein T vorkommt. Das ermittelt man dadurch, dass man viele Studenten hinsetzt und Buchstaben in Shakespeare und in der Bibel, in der englischen Übersetzung und in noch ein paar anderen Büchern zählen lässt. Naja, heutzutage nimmt man Computer. Früher hat man mal Studenten genommen. Das ist kein Scherz, das war wirklich so. Als das erste Mal diese Wahrscheinlichkeiten entwickelt wurden, zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man einen Bleistift nimmt, die Augen zuhält und in den englischen Text reintippt, dass dann ein T unter dem Bleistift steht, die ist 0,076. Das ist ein H, ist es 0,042 und das ist ein E, ist es immerhin schon 0,1. Dafür gibt es so eine Art Wörter, so Wahrscheinlichkeitstabellen, die nennt man einen Korpus. Das ist an der Brown University in Amerika zum ersten Mal ermittelt worden für die englische Sprache. Deshalb nennt man das den Brownschen Korpus. Mittlerweile gibt es das für alle Sprachen und die Uni in Freiburg im Breisgau, die ist heutzutage zum Hüter von diesen Thesauri, Korpi geworden, in denen solche Wahrscheinlichkeiten drinstehen für ganz viele verschiedene Sprachen. Wenn man jetzt also dieses the hier mal zusammenrechnet mit das T ist so wahrscheinlich, das H ist so wahrscheinlich, das E ist so wahrscheinlich, dann käme raus, dass das Wort the mit der Wahrscheinlichkeit von 3,2 mal 10 hoch minus 4 im englischen Buchstabensalat auftaucht. Ich sage absichtlich Buchstabensalat. Denn unsere Lebenserfahrung sagt uns natürlich, wenn wir ein englisches Buch aufschlagen, mit dem Bleistift reindeuten, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein the
unter dem Bleistift erscheint, ist nicht so in der Größenordnung von 0,0003, sondern es ist ziemlich viel häufiger. Das führt uns zu dem zur nächsten Überlegung, dass die Wahrscheinlichkeit P von SI von so einem Symbol in der Zeichenkette in der Sprache durchaus nicht so, so unabhängig von den Zeichen ist, die drumherum stehen. Ein Zeichen ist abhängig vom Kontext. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit von dem H in englischen Buchstaben Salat 0,042. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn T da war, das SI minus 1 ist gleich T, dass dann ein H kommt, ist 0,3. In der Hälfte der Fälle kommt nach einem T in der englischen Sprache ein H. Entschuldigung, bei 0,3 der Fälle, bei 3 Zehntel der Fälle, kommt nach einem T im englischen Text auch ein H. Und so ist die Sprache eben. Wenn man jedes einzeln betrachtet, jeden Buchstaben einzeln betrachtet, ohne Kontext, dann wäre der Informationsgehalt von dem 11,6 Bit, wenn man die im Kontext betrachtet, ist er nur noch 6,5 Bit. Aber jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn man ein TH findet, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass danach auch ein E kommt. Und danach ein Leerzeichen. Und die sind nicht unabhängig von den Vorgängern. Und in sowas wie dem Brownschen Korpus, da steht auch genau sowas drin. Die Studenten mussten nicht nur einzelne Buchstaben zählen, die mussten auch so Buchstaben Trippel und Quadrupel und sowas zählen. Naja, es hat ein paar Jahre gedauert. Und das führt uns dann dazu, dass die Informationsrate in englischem Buchstabensalat ungefähr 4,76 Bit pro Buchstaben ist. Dass die Informationsrate in englischem Text 4,14 Bit ist. Und wenn man englischen Text wortweise betrachtet, dann sind es ungefähr 9,7 Bit pro Wort. Das heißt, wir bräuchten pro Buchstaben, oder wir bekommen dann pro Buchstaben ungefähr 2 Bit. Und diese Überlegung, diese Betrachtung über die Informationsgehalt von Buchstaben führt uns natürlich auch sofort zu effizienter Codierung von Buchstaben. Der Claude Shannon hat es sogar bewiesen, dass hier im Satz von der rauschfreien Quellcodierung, dass wenn die Entropie von so einer Nachrichtenquelle x Bit ist, dass es dann einen Code gibt, dessen Codelänge, also die Länge von den Codewörtern, nähert dieses x an. Hier, da ist noch ein kleines Epsilon dabei. Das ist ein Existenzbeweis. Der Claude Shannon ist ihm nicht gelungen, solche Codes zu konstruieren, aber anderen Forschern ist es nachher in den 60er und 70er Jahren durchaus gelungen, solche Codes zu entwickeln, die da ganz nah an die Entropie rankommen. Und in einer anderen Vorlesung, Multimedia, erzähle ich dann da auch mehr drüber. Das Stichwort heißt Huffman-Code und das Stichwort heißt insbesondere die arithmetische Kompression. Also die mittlere Codelänge kann die Entropie annähern. Wir können fast optimale Codes entwickeln für die Informationen, die wir darstellen wollen. Dass wir das im täglichen Leben nicht immer machen, das ist noch was anderes. Pro Buchstaben in so einem englischen Buchstabensalat haben wir 4,76 Bit. Wir benutzen in unseren Computern 7 Bit oder 8 Bit. Also noch ein bisschen Verschwendung. Das machen wir deshalb, weil wir es dann vielleicht effizienter oder einfacher hinkriegen. Naja, das mit den 4,76 Bit geht sowieso schlecht. Müssten wir aufrunden auf 5, glaubt man zumindest zunächst. Der Code für Informationen besteht also A aus der Nachricht, x Bit lang, plus ein wenig Redundanz. Redundanz, das hört sich jetzt an wie überflüssig und schlecht, das ist aber eventuell gar nicht so schlecht. Das merkt man, wenn man Zeitungen liest oder ein Buch liest. Wenn da ein Druckfehler drin ist, kann man es meistens trotzdem noch verstehen. Das kommt, weil in unserer Sprache, in der Art, wie wir Sprache aufschreiben, viel Redundanz drin steckt. Redundanz
kann man auch zur Fehlerkorrektur, zur Fehlersicherung benutzen. Ja. Wenn wir die Information, also die Nachricht aus der Informationsquelle kodiert haben, mehr oder weniger optimal, man kann sie auch sehr gut kodieren, haben wir eben gesehen, dann muss sie vielleicht noch verschlüsselt werden, dann wird sie gesendet von einem Gerät, dazu muss sie noch kodiert werden, sodass man es in dem Kanal vernünftig übertragen kann. Im Kanal kommen Störungen dazu. Und der Empfänger bekommt ein verfälschtes Signal. Das merken Sie auch in der Vorlesung. Wenn es laut ist, dann verstehen Sie mich nur manchmal, aber nicht immer und so weiter. Störsignale, zum Beispiel dieses dumme Brummen. Aber auch wenn Ihr Nachbar oder Ihre Nachbarin mit dem Bonbonpapier raschelt oder sonst was, dann stört das vielleicht schon. Danach wird entschlüsselt der Quelldecoder. Am Ziel der Übertragung, der macht dann wieder eine Nachricht draus in der Originalform, die soll im Wesentlichen der hier oben entsprechen und dann kann es am Ziel konsumiert werden. Die Übertragung, die findet zwischen Computern statt, die findet im Computer statt, die findet auch zum Speicher statt. Ich meine, wir können diesen Kanal hier auch als Speichermedium begreifen und das werden wir wahrscheinlich in der Vorlesung nicht machen und auch in der Technik und Informatik nicht machen, aber Speichern auf Festplatten oder in SSDs ist tatsächlich nicht so trivial, wie man vermuten könnte. Nicht so einfach, wie man vermuten könnte, sondern das ist durchaus eine kompliziertere Geschichte. Im letzten Kapitel von dieser Veröffentlichung von Shannon und Weaver wird dann auch die Kommunikation ein wenig eingeteilt. Erstens in Kommunikation, also eine allgemeine Definition, Kommunikation ist, wenn Lebewesen oder Maschinen anderes Lebewesen oder andere Maschine beeinflusst. Und das muss man natürlich aufteilen in das technische Problem, das hier gelöst wird, hier auf der rechten Seite, eventuell auch noch in das semantische Problem, also Symbole und ihre Bedeutung. Und das ist ein wichtiges Kapitel für die Informatik, die Bedeutung von Symbolen. Und als letztes, das ist eher was für Kommunikationswissenschaftler, das Effektivitätsproblem, der Einfluss der Bedeutung. Das ist das, wenn meine Frau mir sagt, ich soll irgendwas erledigen. Ich verstehe das zwar, aber ich mache es dann irgendwie doch nicht. Das ist da unten das Effektivitätsproblem. Manchmal verstehe ich aber auch nicht, was sie will. Das ist das semantische Problem. Und weil ich ein wenig schwerhörig werde, gibt es auch noch ein technisches Problem. Dass ich manchmal das akustisch nicht verstehe. Also die drei Schichten der Kommunikationswissenschaften. Wir kümmern uns um das technische Problem. In der Informatik kümmern wir uns um das technische Problem. Und um das semantische Problem. Die Kommunikationswissenschaftler kümmern sich darum. Aber da gehört dann eben auch Psychologie und sowas dazu. In diesem Kapitel, in diesem Abschnitt, Kapitel 2, Abschnitt 2, möchte ich über Zahldarstellung sprechen. Und das ist eigentlich was, was Sie alle in der Schule schon hatten. Ich möchte Sie also bitten, geduldig zuzuhören. Es kommt dann gleich auch noch was, was Sie vielleicht in der Schule nicht hatten. Das gilt generell für die Vorlesung. Manche von Ihnen haben vielleicht Dinge, die ich hier erzähle, schon gehört. Hören Sie trotzdem weiter zu. Denken Sie nicht, der erzählt dann den ganzen Rest der Vorlesung nur irgendwelches Zeug, was ich schon habe. Das Kritische beim Schlafen, wenn jemand was erzählt, was man schon kennt, ist das rechtzeitig wieder aufwachen, sodass man das mitbekommt, was man vielleicht noch nicht kennt. Das kann ich Ihnen schon versprechen, dass manchmal in der Vorlesung was drankommt, was Sie noch nicht gehört haben. Also, gucken wir uns zunächst mal bei der Zahldarstellung
um die ganzen Zahlen. Also sowas wie eine 3 und eine 4 und eine 17 und die 42 und minus 3120. Als erstes, es gab viele Zahlsysteme, historisch gesehen, wer Asterix und Obelix liest, der weiß, dass die Römer auch ein interessantes Zahlsystem hatten. Das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert. Das einzige Problem ist, man kann nicht anständig damit rechnen. Wenn man irgendwie so die römische 9 und die 1992 untereinander schreibt und zusammenrechnet, da kommt irgendwie was ganz anderes raus, was gar nicht so aussieht, als ob es dazu passt. Wir werden das beim Rechnen sehen. Damit kann man schlecht rechnen und mit der Keilschrift und solchen Sachen kann man auch schlecht rechnen. Gut rechnen kann man, sieht man auch am Abakus, mit solchen Stellenwertsystemen. Und deshalb wollen wir natürlich hier auch verwenden, das polyadische Zahlsystem. So eine Zahl, die stellen wir dar als die Summe von irgendeiner Ziffer oder Koeffizienten ai mal die Basis hoch i. Also das geht bei 0 los, ne? a0 mal Basis hoch 0, irgendeine Zahl hoch 0 gibt immer 1, also ist das die hinterste Stelle. Und je nachdem, wie das ai läuft, von 0 bis 1, von 0 bis 9, von 0 bis 15 und so weiter, könnte auch von 0 bis 17 laufen, wenn wir das wirklich wollen, da muss dann eben die Basis da dazu passen. Wenn die AIs von 0 bis 9 gehen, dann muss die Basis 10 sein. 10 hoch 0 ist 1, das heißt, wir haben da die Einerstellen. Und als nächstes haben wir 10 hoch 1, das ist 1, da haben wir dann die Zehnerstellen. 1492 ist die Summe von 2 mal 1, 10 hoch 0, plus 9 mal 10, 10 hoch 1, plus 4 mal 10 hoch 2, plus 1 mal 10 hoch 3. Wenn wir das Ganze zur Basis 2 schreiben, dann verwenden wir nur die Ziffern 0 und 1 als AI. Basis 2, dann sind also diese AI entweder 0 oder 1. Hier steht ja ein echt kleiner. Ne? Das heißt, das 1492, das schreiben wir als einmal 1024 plus 0 mal 512, ne, 1024 plus 512, 1536, ist schon größer als 1492, kann da also nicht drinstecken in 1492. Plus einmal 256, plus einmal 128, plus einmal 64, 0 mal 32, einmal 16, 0 mal 8, einmal 4, 0 mal 2 und 0 mal 1, das ist ja auch eine gerade Zahl. Wenn wir jetzt da hier hingehen und all die Ziffern aufsammeln, hier ist die 0, die steht da hinten, dann noch eine 0, die steht auch hier, dann die 1, die steht da, eine 0, eine 1, eine 0, jetzt hier drei Einser hintereinander, das sind die 2, 6, 15, 8, 20, 64, dann die 0 von der 512 und dann die 1 von 1024. Jetzt haben wir so eine Zahl nicht im Zehnersystem aufgeschrieben, sondern binär aufgeschrieben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie sinnvoll ist das? Und wir haben ja immerhin 10 Finger und da ist es doch viel besser, so ein Dezimalsystem zu benutzen. Naja, und wir Menschen können da auch ein bisschen einfacher denken mit dem Nullen anhängen und solche Sachen. Im Zweiersystem können eben die Computer besser rechnen, weil die beiden Zustände leitend und nicht leitend von dem Transistor, weil das so praktisch ist, zur hohen Integration, um Milliarden von Transistoren auf einem Chip integrieren zu können. Transistoren, die nur unterscheiden zwischen leitend und nicht leitend. 0 und 1. Ich habe hier nochmal diese Zahl 1492 in so 3-4er-Grüppchen aufgeschrieben, hier in diese kleinen Kästen rein. Sie sehen hier 0, 0, 1, 0 hierhin. Und dann die nächste Vierergruppe 1, 1, 0, 1 und die nächste Vierergruppe 0, 1, 0, 1. Hier vorne noch ein Nuller davor gedacht. Jetzt haben wir hier hintereinander 12 Bit. Und jetzt gucken wir uns das mal an,
mit dem Zahlsystem zur Basis 16. Weil die 16 eine Potenz von 2 ist, 2 hoch 4, kriegen wir in jedes von diesen 16er Zeichen 4 Bit hinein. Wenn wir jetzt dieses Zeichen hier angucken, das ist eine 4, die repräsentieren wir als 4, das da vorne ist 0 mal 8, 1 mal 4, 0 mal 2, 1 mal 1, es gibt eine 5. Und hier haben wir 1 mal 8 plus 1 mal 4 sind 12, plus 0 mal 2 ist immer noch 12, plus 1 gibt 13. 13, das ist jetzt ein Dezimalsystem, schon zwei Ziffern, das können wir jetzt hier nicht brauchen. Deshalb zählen wir mal weiter. Ne? 10 ist A, 11 ist B, 12 ist C, 13 ist D, 14 ist E und 15 ist F. Tragen wir hier mal eine D ein. Jetzt haben wir also die hintersten 4 auf die 4 abgebildet, dann die nächsten 4 aufs D und dann 4 auf die 5 abgebildet. Und deshalb ist im Hexadezimalsystem das 1492 5D4. Wir malen noch einen kleinen Dollar davor, damit klar ist, dass es Hex gemeint, Hex ist. Wir könnten auch ein H hinten dran malen, statt dem Dollar vorne dran. Und dann wäre auch wieder klar, dass das Hexadezimalsystem ein Zahlsystem zur Basis 16 ist. Das ist deshalb für die Informatiker nützlich und schön und angenehm und gut, weil man diese langen Einser- und Nullerketten schlecht lesen kann, sich da öfters mal irrt, wenn man das anschaut. Und außerdem ist es kompakter. Wir Informatiker benutzen gerne, wenn wir Zahlen anschauen, die im Computer irgendwie stehen, diese Hexkodierung. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Und ich möchte es hier auch nochmal erwähnen. Jetzt geht's los. Schnell ein Bonbon. Pardon. Oh wow. Ja, schlecht so. Also Hexadezimalzahlen statt der Dezimaldarstellung. Oder statt der Binärdarstellung. Oder neben der Binärdarstellung. Formulieren wir es mal so. Uiuiui. Einen Augenblick noch. Pardon. Mal gucken, was wieder wird. So, jetzt versuche ich es wieder. Der Zahlbereich, und das ist ja durchaus relevant und wichtig für uns, welche Zahlen können wir überhaupt darstellen. Im Dezimalsystem können wir mit 3 Ziffern, jede von 0 bis 9, Zahlen von 0 bis 999 darstellen. Im normalen Leben denken wir wenig über so Zahlbereiche, darstellbare Zahlbereiche da. Wenn wir uns Papier anschauen, Rechenpapier mit Kästchen, da gibt es einfach viele genug nebeneinander, damit wir die größte Zahl, die uns jemals in den Sinn kommt, auch so aufschreiben können. Und wie viele Kästchen sind das da? So ein Mist. Nein. Oh Mist, habe ich mein Telefon nicht ausgestellt. Pfui. Das muss man schnell ändern. Ja, der Zahlbereich von 0 bis 999 mit 3 Ziffern oder von 0 bis 9999 mit 4 Dezimalziffern. Wenn wir uns mit Bits angucken, mit 10 Bit können wir Zahlen zwischen 0 und 1023 darstellen.
Naja, ich habe hier so in Anführungszeichen 1 Kilo minus 1 geschrieben. Mit Kilo ist jetzt hier gemeint, ja, zum Beispiel bei einem Kilobyte oder so ähnlich, 1000 Bytes, beziehungsweise bis zu 1024 Bytes. Mit 20 Bit können wir Zahlen von 0 bis 1024 mal 1024 minus 1 darstellen. Mit 32 Bit Zahlen von 0 bis 4.294.967.295. Das ist eben 2 hoch 32 minus 1. Das führt uns dann auch gleich noch zum Adressbereich von 32-Bit-Rechner, aber das sehen wir dann bei der Rechnerarchitektur nochmal an. Also in 10-Bit können wir Zahlen zwischen 0 und 1023 darstellen. Was wir bisher noch nicht können, sind negative Zahlen darstellen. Negative Zahlen, die stellen wir, wenn wir im Dezimalsystem arbeiten, dadurch dar, dass wir vor unsere Zahlen noch ein Minus machen. Bei positiven Zahlen machen wir da kein Minus. Bei positiven Zahlen steht einfach nur nichts davor. Wenn Sie so wollen, ein implizites Plus. Eigentlich müssten wir ja nicht nur das Minus davor schreiben, sondern auch das Plus davor schreiben. Manche Leute machen das sogar, aber in der Regel macht man es nicht. Also wir kodieren, wenn wir Zahlen, die ganze Zahlen aufschreiben wollen, also Zahlen zwischen minus unendlich bis plus unendlich sozusagen, ganze Zahlen, dann kodieren wir das Minus mit einem Minuszeichen und das Plus, indem wir den Platz freilassen. So ähnlich können wir es auch mit Binärzeichen machen. Wir nehmen hier hinten den absoluten Betrag, zum Beispiel 7 Bit für den absoluten Betrag, da können wir 0 bis 127 darstellen. Und dann schreiben wir hier vorne noch eine 1 für ein Minus rein und 0 für ein Plus. Dann haben wir einen Zahlbereich von mit 8 Bit, 256 Werte könnten wir haben. Wir haben aber nur minus 127 bis plus 127, dazwischen drin die 0, nur 255 Werte. Die 0 taucht zweimal auf. Die 0 ist lauter Nullen, 8 Stück. Und die 0 ist außerdem minus 0, hier vorne eine 1 und dann hier hinten als Betrag lauter Nullen. Bei dieser Zahldarstellung gibt es die negative 0. Das ist nicht wirklich schlimm, aber naja, das ist ein bisschen Verschwendung. Das Unangenehme ist, wenn man hiermit einfach mal so munter losrechnet, muss man das Ergebnis sorgfältig interpretieren. Die Rechenregeln dafür, die sind nicht einfach. Zumindest nicht so einfach, wie wir es uns wünschen würden. Einfach genug, um sie zu verstehen, aber nicht so einfach, dass wir sie schnell mit ein paar Transistoren und so weiter aufbauen können. Auf dem Weg zu was, mit dem man gut im Computer rechnen kann, hat man dann ein bisschen nachgedacht und so eine Stellenkomplementdarstellung entwickelt. Die Stellenkomplementdarstellung, da nimmt man die Bits für die Zahl ohne Vorzeichen, also zum Beispiel für 63, nehmen wir 63 da. Das wäre positiv, diese Zahl. Und wenn wir sie negativ haben wollen, dann drehen wir jedes Bit um. Einzeln. Aus einer 1 wird eine 0, aus einer 1 wird eine 0, aus einer 0 wird eine 1, aus einer 0 wird eine 1. Bis alle so dastehen. Das wäre jetzt dann die minus 63. Einfach aus einer 1 eine 0 machen, aus einer 0 eine 1 machen. Das kann man mit einem ganz einfachen Schaltkreis hinkriegen. Und so einen Schaltkreis, so einen Inverter, den werde ich Ihnen auch noch im Kapitel Rechnerarchitektur zeigen. Jetzt haben wir Zahlen von minus 127, bis 0, dann noch eine 0, dann plus 127, denn die negative 0, also wir haben einerseits diese 0 hier und andererseits diese 0, die negative 0, die haben wir immer noch. Eigentlich hätte ich hier vor diesen Nuller auch noch ein kleines Minus reinmachen können.
Damit kann man schon ordentlich rechnen, aber die Rechenregeln sind immer noch etwas besonders. Man bemüht sich nochmal und macht es noch ein bisschen besser. Ganz einfach sind die Rechenregeln mit dem Basiskomplement. Beim Basiskomplement, da macht man aus der Zahl 63, die minus 63, die stellt man da, indem man wieder jede Stelle komplementiert und danach noch eine 1 dazu addiert. Die minus 63 sieht also so aus. Der Erfolg ist, dass man nur noch eine 0 hat, nämlich diese da. Und das hier ist dann die minus 4, das ist die minus 1, das ist die 0 und das ist die plus 3. Die minus 63, wenn man es jetzt 8-Bit-Schreibweise schreibt, sieht so aus. Das Angenehme ist, dass man das hier nehmen kann, so wie es da steht, und in so einen Addierer reinstopfen kann. Über das Addieren müssen wir nochmal separat sprechen. Und so einen Addierer reinstopfen kann und wir bekommen das richtige Ergebnis raus. Das können Sie auch durchaus mal, wenn Sie Lust haben, binär addieren, probieren. Wir werden beim nächsten Mal auch noch über addieren, binär addieren sprechen. Die Umrechnung macht jetzt ein bisschen Arbeit, denn wir müssen hier zu diesem Inversen da, zu diesem Komplement, noch die 1 dazu addieren, aber das stellt sich als relativ einfache Aufgabe heraus. Und das können Computer auch recht schnell. Als nächstes müssen wir über rationale Zahlen sprechen. Brüche. Ein Halb, ein Drittel und so weiter. Eine Schreibweise, und das ist auch die, die wir Menschen so im täglichen Alltag benutzen, ist den ganzzahligen Anteil hinschreiben und dann den gebrochenen Anteil hinschreiben. 0,5 ist sowas. Ein Halb. Ne? Oder 12,625, da ist der ganzzahlige Anteil die 12 und der gebrochene Anteil ist die 625. Das machen wir wieder im Stellenwertsystem, so dezimal, für die beiden Teile einzeln, fürs 12 und für die 625, der Teil nach dem Komma. Und damit lässt sich es auch eigentlich schon ganz gut leben. Wo es nicht mehr gut funktioniert, das werden wir dann auch noch ein bisschen drüber sprechen, das ist bei klitzekleinen Zahlen und supergroßen Zahlen. Klitzekleine Zahlen, 0,000000001 oder so ähnliches, da gehen uns vielleicht irgendwann die Stellen aus. Insbesondere, wenn wir in einem Computer rechnen, der eine beschränkte Stellenzahl hat. Das ist ineffizient. Das sind viele unterschiedliche kleine Zahlen, werden dann auf die allerkleinste Zahl, die es gibt, abgebildet, nämlich 0,0 und so weiter. Also das ist noch hässlich. Übrigens gibt es noch ein weiteres, etwas störendes Phänomen. Das ist, dass manche Brüche hier sich in dieser Dezimalschreibweise nicht mehr geschlossen darstellen lassen, dass die unendlich viele Nachkommastellen haben. 16 Drittel, 2 Drittel, 4 Drittel und so weiter. Hier 4 Drittel. Ne? Also diese Darstellung als gesamter ganzzahliger Teil und Bruchteil, die kann man natürlich verwenden. Die wurde auch eine Zeit lang in den Computern für rationale Zahlen benutzt. Hier vorne das Vorzeichen natürlich für die gesamte Zahl und dann den ganzzahligen Anteil und hier den gebrochenen Anteil. Kommt ein Halb drin vor, dann steht eine 1 da, kommt ein Viertel drin vor und so weiter. Also so kann man das durchaus betreiben. Angelehnt an diese Schreibweise da. Dafür kann man auch Rechenwerke bauen, die sind auch gar nicht mal so kompliziert. Reelle Zahlen, also die dann noch übrig bleiben, zusätzlich zu unseren ganzen Zahlen und zu den rationalen Zahlen, zu den Brüchen,
Für die haben wir natürlich immer nur eine Näherungsdarstellung. Auch für sowas wie 4/3 oder sowas haben wir eigentlich nur eine Näherungsdarstellung. Für die auch nur, für Pi und Wurzel 2 und alle solche Sachen. Ich habe hier hingeschrieben, ist ungefähr gleich. Und hier auch. Wenn wir hinreichend viele Stellen verwenden, dann stört es nicht beim Rechnen. Nur wenn Sie sich überlegen, wie viel Tonnen Kies Sie brauchen für ein kreisrundes Loch, dann können Sie auch Pi mit 3,14 benutzen und Sie haben immer noch genug Kies, um da reinzuschütten. Für solche Berechnungen tut sogar Pi gleich 3 als Näherungswert, wenn Sie sich ein Laster mit Kies kommen lassen, für den Swimmingpool, den Sie zuschütten wollen. Manchmal reicht das aber auch nicht. Oh, ich muss hier vielleicht darüber gehen. Manchmal reicht das aber auch nicht. Und diese Frage, wann diese Rundungsfehler, die wir hier machen, weil wir abschneiden auf die Stellenzahl, wann sich die katastrophal auswirken oder nicht, das ist etwas, mit dem sich die numerische Mathematik beschäftigt. Da gibt es auch Algorithmen in der numerischen Mathematik, von denen weiß man, dass sich Rundungsfehler in manchen Fällen katastrophal auswirken. Die sollte man dann vermeiden. Und es gibt andere Algorithmen, die sind gutmütiger, gut konditioniert und die sollte man dann in der Regel nehmen. Diese Frage beantworten die Numeriker, wir Informatiker. Wir versuchen, eine vernünftige Anzahl Stellen zur Verfügung zu stellen in unseren Rechenwerken. Beziehungsweise in der Zahldarstellung. Und jetzt komme ich drauf, wie man solche rationalen und reellen Zahlen, beziehungsweise die Näherungswerte davon, Näherungswert von 1/3, den Näherungswert von Pi, den Näherungswert von Wurzel 2, beziehungsweise die gebrochenen Zahlen vernünftig darstellt. Mit den sogenannten Floating-Point-Zahlen. Und dann machen wir zunächst einen Schritt, dass wir aus diesem ganzzahligen Anteil und gebrochenen Anteil, dass wir das normalisieren. Normalisieren bedeutet, dass wir dafür sorgen, dass wir diese Zahl, die Mantisse der Zahl, darstellen können als ja, zwischen 0 und 1. Die erste Nachkommastelle soll ungleich 0 sein. Also die erste Nachkommastelle soll, wenn wir uns das Dezimalsystem anschauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sein. Aber nicht 0. Also aus 0,0001 machen wir 0,1 mal, jetzt müssen wir uns merken, wie viel wir verschoben haben, 10 hoch minus 6. Aus der da, als allgemein GG, DD, GGG, DDD machen wir 0, GGG, DDD. Mal 10 hoch 3. Das 10 hoch 3, diesen Dreier da oben, den Exponenten von der Basis 10, den merken wir uns. Den müssen wir uns auch separat irgendwo aufschreiben. Den schreiben wir hier auf, wenn wir diese Floating-Point-Zahl darstellen. Hier hinten kommt die Mantisse hin, also das da. Immer eine gebrochene Zahl, immer zwischen 0 und 1. Und den Exponenten hier von der 10, beziehungsweise so wie wir es dann wirklich machen, den Exponenten von der 2, den tragen wir da vorne ein und dann brauchen wir noch ein Vorzeichen. Die beim binären Zahldarstellung ist das hier natürlich dann das da zur Basis 2, das hier der Exponent auch zur Basis 2 und hier vorne ein Bit fürs Vorzeichen. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, hier gibt es ja auch mal Minus, eine ganze Zahl oder eine positive Zahl. In diesem Exponenten ist das Vorzeichen vom Exponent auch noch kodiert. Allerdings so, dass automatisch auf den Exponenten zum Beispiel 64 oder sowas drauf addiert wird, je nachdem wie viele Bits man hier verwendet. So ein Offset. Das habe ich hier unterschlagen auf der Folie aufzuschreiben. Wenn also der Exponent Werte zwischen minus 64 und plus 63 haben kann, 7 Bit,
dann addiert man immer automatisch eine 64 drauf. Das bedeutet dann, dass 0 eigentlich minus 64 ist und 127 plus 63 entspricht, 64 dann genau 0 entspricht. Man kann sogar noch eine Stelle Genauigkeit gewinnen mit diesem netten Trick, den ich hier unbedingt erwähnen muss. Wenn man normalisiert, dann weiß man ja, dass die erste Ziffer hinter dem Komma keine 0 sein soll. Im Dezimalsystem kann eine 1, eine 2 bis zu einer 9 vorkommen. Im binären System kann nur eine 1 vorkommen. Weil man weiß, dass da also immer eine 1 steht, kann man sie auch weglassen und gewinnt hinten ein Bit Genauigkeit. Weil wir die weglassen und dann steht eventuell doch vorne eine 0 dran, aber hier hinten noch eine Ziffer mehr. Dieses eine Ziffer mehr, ein Bit mehr, bringt nochmal ein bisschen Genauigkeit. Und die Genauigkeit, die interessiert uns durchaus. Typische Formate für solche Floating-Point-Zahlen sind standardisiert in ANSI bzw. IEEE. ANSI ist American National Standards Institute, / das ist International Electrical and Electromechanical Engineers oder Electronical Electromechanical Engineers. Ist auch so eine Vereinigung wie in Deutschland der VDE oder der VDI. Die haben in dieser Standardreihe 754, das da hinten steht nur für die Jahreszahl, ja, standardisiert, wie man solche Floating-Point-Zahlen darstellt. Und die Single Precision Floating-Point-Zahlen, wir werden das dann auch beim Programmieren benutzen. Die haben 23-Bit Mantisse, 8-Bit Exponent mit diesem BIOS drauf gerechnet, immer 128 dazu addiert. Und dann natürlich noch ein Vorzeichen, damit wir auf 32 kommen. Ne? Beziehungsweise hier unten 52-Bit Mantisse, 11-Bit Exponent plus 1-Bit Vorzeichen gibt 64-Bit. Das ist so eine Double-Zahl. Und da gibt es noch einen Extended Mode mit 80-Bit. Ja, für viele Aufgaben reicht ein Single. Wenn man anständig Genauigkeit haben will, kann man Doubles benutzen. Insbesondere, weil man hier vielleicht auch mal den Zahlbereich nach oben und überschreitet mit 32-Bit. Floating-Point-Zahlen, gar nicht so schwer. Mit Floating-Point-Zahlen rechnen ist ein bisschen komplizierter als mit ganzen Zahlen zu rechnen. Deshalb gibt es in vielen Computern auch ein spezielles Stück Hardware, die Floating-Point-Unit, die mit sowas umgeht. Na, dann ist die Batterie alle. Gut. Jetzt möchte ich in den verbliebenen 8 Minuten noch ein wenig über Rechnen sprechen. Rechne mit diesen Zahlen. Das Addieren im Zehnersystem, ich habe es in der Schule gelernt, ich weiß nicht, irgendwann in der Grundschule, in der zweiten Klasse oder so ähnlich, weiß auch nicht mehr genau. Da addiert man, und das ist das Schöne an unseren Stellenwertsystemen, da kann man stellenweise addieren. Wir schreiben also eine Zahl hin, 1513 plus 2112. Und weil wir bei diesen Zahlen wissen, die hintersten sind die Einer, dann kommen die Zehner, dann kommen die Hunderter, dann kommen die Tausender, können wir auch alle Einser zusammenrechnen, alle Zehner zusammenrechnen, alle Hunderter und alle Tausender zusammenrechnen. Und wir wissen, das ist einfach genug, 3 plus 2 gibt 5. 1 plus 1 gibt 2, 5 plus 1 gibt 6, 1 plus 2 gibt 3. Da geht es, naja, als mir das die Lehrerin da in der Schule uns allen das erklärt hat, habe ich mir gedacht, super, klar, verstehe ich. In der nächsten Stunde kam sie dann mit der Gemeinheit, dass es nicht immer funktioniert. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, ich war maßlos enttäuscht. Jetzt hatte ich was verstanden und dann geht es gar nicht so. Ich habe mich richtig so ein bisschen betrogen gefühlt.
Es gibt ja diese kleine Komplikation, ja, 3 plus 2 gibt 5, aber 2 plus 9 gibt 11 und wo schreibt man diesen Zehner dann dahin, beziehungsweise hier in diesem Fall wären es ja Hunderte, der muss ja ins nächste rein und da muss man dann irgendwie so ein Pünktchen hinmalen oder einen kleinen Einser hin oder irgendwie so den Daumen sich merken oder so was Ähnliches, um das hier auf die nächste Stelle, ne? Das ist nämlich 5 plus 1 ergibt 6, aber weil wir hier noch den Übertrag haben, gibt es 7. Okay, gelernt und dann beim nächsten Mal kam es mit der Gemeinheit an, dass sich dieser Übertrag ja von rechts nach links ganz durchziehen kann, wenn es blöd läuft, ne? 999 plus 1. Man muss hier ein paar Rechenregeln auswendig lernen. Wir müssen auswendig lernen, was eben ja, 2 plus 3 ist und 1 plus 2, ja gut, kann man mit den Fingern machen, geht aber nicht so schnell. Irgendwie muss man es auswendig lernen. Übung hilft auch. Oder 7 plus 8, das gibt eben 15 in derselben Stelle und diesen Übertrag 1, den man sich merken muss und den man irgendwie mitnehmen muss. Im binären Fall wird es übrigens einfacher. Da muss man zwar häufiger irgendwelche Stellen zusammenzählen, weil die Zahlen einfach mehr Stellen haben, aber was man sich merken muss, ist ganz einfach. 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 gibt 1, 1 plus 0 gibt auch 1 und 1 plus 1 gibt 0 mit Übertrag 1. Und schon geht's Rechnen los hier. 0 plus 1 gibt 1, 1 plus 1 gibt 0, Übertrag 1, den merken wir uns, 1 plus 0 gibt 1 plus den Übertrag 1, na und so weiter. Die Rechenregeln dafür sind ganz einfach. Und Sie werden dann sehen, dass man das mit ein paar Transistoren implementieren kann. Man braucht gar nicht so viele Transistoren dafür. Das ist recht überschaubar und naja, so ein 8-Bit-Addierwerk, wenn man wirklich will, kann man sich das auch noch in Heimarbeit in einem Sonntag oder so ähnlich zusammenlöten. Naja, muss man nicht wirklich wollen, könnte man aber. Es ist gar nicht so schwer, das zu machen. Dieses stellenweise Addieren. Und jetzt kommt wieder der Moment, wo man sich denkt, ich habe es kapiert. Und die Gemeinheit, es gibt da noch ein Problemchen. Das Problem ist die beschränkte Stellenzahl. In der Schule passiert einem das Problem nicht. Kreide. Jetzt schreibe ich doch noch was. Wer ist denn so blöd? Wenn man addieren will, das Zeug hier hinzuschreiben. 3 plus 5 gibt 8, 1 plus 9 gibt 0, Übertrag 1. Bei unseren Computern haben wir leider genau dieses Problem, dass wir eine beschränkte Stellenzahl haben. Dass es eine größte darstellbare Zahl gibt und dass die gar nicht so weit weg ist. Wenn wir binär darstellen und 32 Bit benutzen, dann kann es eben schon mal passieren, dass wir zwei Zahlen addieren und dass das Resultat nicht mehr in 32 Bit darstellbar ist. Hier am Beispiel 8 Bit. Wir haben 0 plus 1. Hier vorne ist interessant, 1 plus 1 gibt 0, Übertrag 1. Aber weil wir eben nur hier 8 Bit haben, fällt die irgendwie so raus. Das Ergebnis, was hier rauskommt, die Zahl plus die Zahl, kann sicher nicht die Zahl sein, da hat man einen Fehler. Bei beschränkter Stellenzahl kann etwas passieren, das heißt Überlauf. Ja, bei einem 32-Bit-Rechner nicht mehr so wahrscheinlich, bei 16-Bit-Rechnern, 8-Bit-Rechnern, sowas, was hier drin vorkommt, was man auch mal programmieren muss, kann einem das durchaus passieren. Es gibt noch einen zweiten dummen Fall. Wenn wir zwei positive Zahlen hier addieren. Gehen wir mal davon aus, wir arbeiten im Stellenkomplementsystem oder auch Basiskomplementsystem, ist egal. Wenn wir diese beiden Zahlen hier, die positiv sind, ne, die vorderste Stelle ist ja nicht 1, wenn wir die beiden zusammen addieren, kommt diese Zahl raus. Sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber an der Tatsache, dass die vorderste Zahl eine 1 ist, kann man ja erkennen, dass es eigentlich eine negative Zahl ist. So war das ja hier. Negative Zahlen, da steht vorne immer eine 1. Da. Das kommt durch die Art und Weise zustande, wie wir die machen. Komplementieren.
Das heißt, hier ist auch das falsche Ergebnis rausgekommen. Da ist eigentlich auch ein Overflow rausgekommen. Und die Arithmetik, die man baut, so eine Recheneinheit, die muss damit umgehen können, die muss das merken. Das ist aber gar nicht so schwer, eine Schaltung dafür zu bauen. Wenn die beiden vordersten Zahlen 1 sind und die Summe hier eine 0 gibt, haben wir wohl einen Fehler. Wenn die beiden Zahlen positiv sind und es kommt eine negative Zahl raus, haben wir auch einen Fehler. Dafür kann man relativ einfach eine Schaltung bauen. Wenn Sie mich jetzt fragen, jetzt können Sie also irgendwie addieren hier. In der Schule habe ich da auch noch subtrahieren gelernt. Wenn wir Zahlen negativ hinschreiben können, dann können wir auch so addieren. A minus B, subtrahieren, ist ja in Wirklichkeit, oder anders hingeschrieben, sagen wir mal lieber, A plus minus B. Ich mache also aus der Zahl B, die ich von A abziehen will, eine negative Zahl und addiere sie dazu. Das ist so ein klassischer Informatiker-Ansatz. Etwas, was wir nicht können, auf etwas reduzieren, was wir schon können. Wir können addieren und wir können Komplement bilden. Also können wir auch subtrahieren und schon sind wir zufrieden. Jetzt muss man wieder das Ergebnis anschauen, wie hier oben. Gucken, das ist ein paar kleine Regeln. So die eine Zahl, eine positive Zahl, eine negative Zahl. Was kann rauskommen, einhalten und dann ist es auch schon gut. So, damit, jetzt habe ich eine Minute überzogen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag, morgen ist um 9 hier wieder. Und wenn Ihnen zwischendurch noch Fragen einfallen, in der Übung ab Donnerstag stellen, beziehungsweise in die Vorlesung mitbringen oder auch vielleicht per E-Mail. Ich wünsche einen schönen Abend.